Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Gitarrenvideo von mir. Bei mir geht's heute um den besten Freund eines jeden rhythmisch sicheren Musikers, dem Metronom. TikTok. Das Metronom ist an sich euer wichtigstes Hilfsmittel auf dem Weg zum rhythmisch sicheren Musiker. Und ihr solltet im Idealfall schon sehr, sehr früh damit anfangen, es zu benutzen. Hat folgende Gründe. Zum einen könnt ihr so die Sachen, die ihr lernt und spielt, gleichzeitig auch lernen auszuzählen, was für das bessere Verständnis des Ganzen sorgt. Zum anderen könnt ihr so Dinge gleichmäßig üben. Ja, viele Anfänger, die neigen sehr, sehr oft dazu, die leichten Sachen schnell zu spielen und dann an den schwierigsten Stellen oft Pausen zu machen. Und wenn man von Anfang an mit dem Metronom übt, kann man die Sachen wirklich ganz, ganz langsam, aber dafür gleichmäßig dann auch mit dem Metronom lernen und dann auch gleichmäßig das Tempo anziehen, sodass ihr ständig wirklich ganz genau timingfest übt und die Sachen nicht zweimal lernen müsst. Einmal halt vom Ablauf her und dann hinterher nochmal so, dass es timingsicher ist. Und des Weiteren, wenn ihr hinterher mit anderen Musikern zusammenspielt, gerade im ersten Bandgefüge mit Schlagzeugern, die üben in der Regel ständig mit Metronom, wenn sie wirklich gut sind. Und ihr habt dann so kein Problem, auf das Anzählen des Drummers zu reagieren, zu verstehen, wo Viertel, Achtel und Sechzehntel gespielt werden und Pausen zu setzen und so weiter und so fort. Daher jetzt von mir ein paar Tipps zum Üben mit dem Metronom, mit denen ich euch hoffentlich beibringen kann, das sehr, sehr schnell in euer Übungspensum zu integrieren. Kommt einfach mal ein bisschen näher ran. Vorneweg sei einmal gesagt, dass ihr euch gar kein Metronom kaufen müsst, wenn ihr jetzt noch keins habt. Ihr könnt euch auch kostenlos eine Metronom-App runterladen für euer Smartphone. Das hilft euch erstmal, die ersten Schritte damit zu gehen und zu gucken, ob das was für euch ist. Eigentlich sollte es was für euch sein, aber da müsst ihr jetzt nicht direkt Geld ausgeben für ein Metronom, denn die meisten Apps, wenn ihr da ein bisschen Werbung in Kauf nehmt, sind kostenlos und ihr könnt direkt loslegen. Ich habe jetzt einmal eine ganz, ganz einfache Übung für euch, bei der ich einfach nur ein bisschen die leere E-Seite im Takt anschlagen werde. Das Tempo sind 60 Schläge die Minute und eine 1 habe ich auch angemacht. Bevor ich gleich anfange, zähle ich einmal mit. Das solltet ihr dann auch immer machen, wenn ihr gerade anfangt mit dem Metronom zu üben. Denn wenn ihr es ganz genau mitzählt, ja, vielleicht auch nicht nur einen Takt, sondern zwei oder drei Takte, bevor ihr dann loslegt mit dem Spielen, dann ist auf jeden Fall auch gewährleistet, dass ihr das auch richtig vom Timing her sofort auch anschlagen könnt. Okay, wir legen los. 1, 2, 3, 4. Ja, zuerst habe ich hier einfach mit meiner linken Hand nach jedem Ton, nach jedem angeschlagenen Ton die Saite wieder abgedämpft, damit die nicht durchklingt und hinterher dann auch einmal durchklingend geschlagen. Das ist erstmal richtig, richtig einfach. Ihr könnt dann hinterher auch die A-Saite mal nehmen, die D-Saite, G-Saite und so weiter, dass ihr alle Saiten einmal durch habt. Wenn ihr euch jetzt an das Zählen und das Schlagen gewöhnt habt, dann machen wir Folgendes. Nächste Übung ist, wir legen die komplette Hand so auf die Saiten, dass keine Saite klingt und auch kein Akkord klingt. Ja, einfach nur locker, nicht angespannt, sodass ihr irgendwelche Saiten runterdrückt, sondern nur, dass ihr alles abgedämpft dann hinterher anschlagen könnt. Und was wir jetzt machen ist, wir schlagen wieder mit den 60 Schlägen die Minute. Und diesmal aber über alle 6 Saiten, so wie wir hinterher auch Akkorde anschlagen würden. Einfach immer mit einer Abwärtsbewegung. Wenn jetzt gleich ein paar Takte vorbei sind, werde ich auch einfach mal die Basssaiten von den hohen Saiten trennen. Das heißt, bei jedem Schlag entweder die tiefen Saiten oder dann die hohen Saiten spielen. Das ist auch eine gute Übung, die ihr später dann auch mit Akkorden machen könnt.
damit ihr wegkommt von diesem schrammeligen Gitarrensound und die eure Rhythmen mit den verschiedenen Akkorden noch musikalischer klingen. Da zeige ich euch nachher auch nochmal mit Hilfe eines Akkordes, was gemeint ist. Aber jetzt erstmal ohne Akkord und wieder mit 60 Schlägen die Minute die nächste Übung. 1, 2, 3, 4. Jetzt trenne ich. Immer oben, unten, oben, unten. Alles Abschläge. Das gleiche mache ich jetzt mal mit einem G-Dur, damit ihr auch dann den Unterschied zwischen allen sechs Saiten immer angeschlagen und die Saiten getrennt voneinander anzuschlagen hört. Weiterhin 60 Schläge die Minute und Viertel. 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt die erste Übung mit Vierteln. Ihr könnt dann, um ein bisschen schneller zu werden, das Tempo erhöhen, in Zehnerschritten am besten. Mit Vierteln ist das noch gar nicht so ein großes Problem. Und geht dann von 60 hoch bis zu 120 BPM. Immer dann, sobald ihr wirklich mit einem Tempo sicher seid, danach das Tempo um 10 erhöhen und alles einfach mal durchspielen. Einmal Leerseiten, dann den abgedämpften Akkord und dann hinterher noch einen Akkord, sodass ihr alles nochmal mit einem neuen Tempo gemacht habt. Und wenn ihr dann mit 120 euch wohlfühlt, dann geht ihr wieder zurück auf die 60 BPM und beschäftigt euch mit den Achteln. Bei den Achteln schlagen wir mit Abschlägen weiterhin die ganzen Zählzeiten, also die 1, 2, 3 und 4. Jetzt aber genau in der Mitte dieser, auch noch mit einem Aufschlag, dann die jeweiligen Uns. Achtel zählt man immer 1 und 2 und 3 und 4 und. Wenn ihr Achtel schlagt, nehmt ihr eigentlich zunächst einmal in der Regel immer Wechselschlag. Und ich zeige euch das jetzt einmal nochmal mit der einzelnen E-Seite, danach nochmal mit dem abgedämpften Akkord und dann nochmal mit einem G-Dur. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und 2 und 3 und 4 und. Eins und 2 und 3 und 4 und. Alternativ dazu schlage ich jetzt einmal 2 oben und 2 unten an. Musik.
Vierteln und Achteln werdet ihr erstmal sehr, sehr viel zu tun haben. Hier könnt ihr dann auch einfach mal Viertel und Achtel kombinieren. Das heißt, wenn ihr vier Viertel geschlagen habt, könnt ihr danach mal in die Achtel übergehen. Denn dieses schnelle Umschalten, ohne vorher anzuzählen, sollte man hinterher auch beherrschen. Ja, das heißt, ihr spielt erst 1, 2, 3, 4 und dann direkt 1 und 2 und 3 und 4 und dann wieder Viertel, 2, 3, 4 und so weiter. Je nachdem, wie sicher ihr seid, ist das überhaupt gar kein Problem. Manchmal braucht man auch ein paar Anläufe, bis das klappt. Aber mit genügend Übung ist das eigentlich auch sehr, sehr schnell zu lernen. So, als nächstes, wenn ihr dann mit den Achteln euch auch so in die 120 BPM vorgearbeitet habt, dann könnt ihr danach, wenn ihr wirklich sicher seid, wieder zurück zu 60 BPM gehen. Und jetzt zählen wir Sechzehntel. Sechzehntel werden immer eine unte, zweie unte, dreie unte, viere unte gezählt. Und wie die Achtel immer mit konstantem Wechselschlag gespielt. Bei dieser Zählweise, die vielleicht etwas dämlich klingt, aber dennoch wirklich sehr, sehr gut ist, habt ihr die E's immer bei den Sechzehnteln und die Silben I, 2, 3, 4 auf den ganzen Zählzeiten und die Uns auf den Achteln. Das heißt, eine Unte sind dann wirklich vier Sechzehntel inklusive der 1 und der Und. So, jetzt gibt's wieder 60 Schläge die Minute und ich schlage Sechzehntel an. Eine Unte, zweie Unte, dreie Unte, viere Unte. Eine Unte, zweie Unte, dreie Unte, viere Unte. Und das Ganze mit dem G-Dur-Akkord. Die Sechzehntel spart euch bitte wirklich erst für dann auf, wenn ihr mit Viertel und Achteln überhaupt gar keine Probleme mehr habt. Viele sind nämlich, wenn die zu schnell mit Sechzehnteln dann anfangen, da sehr unter Zeitdruck und spielen viel, viel schneller, als es eigentlich sollten. Seid ihr mit Vierteln, Achteln und Sechzehnteln sicher, macht ihr das Gleiche, was ihr auch eben, was ich auch eben bei den Vierteln und Achteln empfohlen habe. Und ihr spielt in jedem Takt einfach neue Zählzeiten. Das zeige ich euch jetzt einmal nochmal ohne Akkord und wechsle jetzt wirklich von Takt zu Takt zwischen Viertel, Achteln und Sechzehnteln hin und her. 1, 2, 3, 4. So, wie gesagt, das waren erstmal ganz, ganz einfache Übungen mit dem Metronom, an die sich jeder schnell gewöhnen kann und mit deren Hilfe man nicht nur zählen kann, sondern auch wirklich schnell präzise spielen lernt und dann hinterher Songs und auch andere Sachen wie technische Übungen und so wirklich immer ganz, ganz rhythmisch sicher sich drauf schaffen kann.
Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich habe euch weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr regelmäßig über neue Videos von mir im Bild sein wollt, abonniert doch bitte meinen Kanal und drückt auf die kleine Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video. Es gibt jede Woche ein bis zwei neue und ich freue mich aufs nächste Mal. Viel Spaß beim Spielen und Üben. Bis bald.